Schnabeltier, ich befürchte, der wirst du ins Negative kommen. Before joining Sicilius, I think I'm just gonna do normal SDA timing. Oh, okay. As soon as after stage one starts. Kein Problem, Capraxis. Capraxis. Und da geht's schon gut. Und da geht's schon los. Auf der Couch, die sitzt neben Primal 85, auch noch der unnachahmliche Duckfist. Interessant ist, dass das Spiel ursprünglich auf Terminator basieren sollte, aber Sunsoft hat dann die Lizenz verloren. Iwuki, lass mich kurz gucken. Da bin ich wieder. Für Dust Force haben wir New Uxoneris und für Ori haben wir New Uxoneris und Yating, wobei Yating wahrscheinlich nicht kommen kann. Das heißt, du fragst am besten mal höflich im Chat nach, wenn die beiden dann da sind, ob du mitkommentieren kannst. Und dann, denke ich, werden die wahrscheinlich nichts dagegen haben. Schnabeltier ist auch heute ein Schleimer. Now we're gonna wait for him to go back and then we're gonna hit that eye that you see there. You'll have to be really careful not to hit the propellers because they do a huge amount of damage. Like the little window to actually hit the core is pretty small. Oh, nice shooting. Ja, es ist der Machine Gun. Okay. Dark, bis gleich! Bis gleich, oder bis später, oder wann auch immer. Schlaf gut! Ich denke mal, bis gleich, als ob er sich von uns trennen kann. Ja, das glaube ich auch. You have a lot of momentum. A lot of momentum. So, for a moment you can levitate in air, something like that. Like, as long as you don't stop, I guess it's not too bad, but Was kannst du uns denn zu Journeys sagen? Ich kann sagen, dass es, wie gesagt, auf der Terminator-Lizenz basiert, die allerdings Sunsoft dann verloren hat. Und deshalb wurden der Plot und die Grafik stark bearbeitet. Die amerikanische Version hat ein unterschiedliches Charakterdesign als die japanische und die europäische Variante. Denn diese stellen den Hauptcharakter mit einer futuristischen Rüstung und einem futuristischen Helm dar, anstatt jetzt hier in der amerikanischen Fassung, dass er seinen Kopf frei herumzeigt. Und ein Pre-Release der japanischen Version, die einfach nur Rough genannt wurde, hat dasselbe Charakterdesign gezeigt oder genutzt wie in der amerikanischen Fassung. Der Soundtrack wurde von Naoki Kodaka komponiert und der hat dafür einen digitalen Channel für eine gesampelte Bass-Bassline reingemacht und einen Trigger Channel für eine Kickdrum. Frag mich jetzt nicht, was das heißt, ich lese einfach Wikipedia vor. Und dadurch war halt der Game-Soundtrack enorm unterschiedlich im Vergleich zu anderen Spielen. Und das wurde in Japan nochmal neu herausgebracht für die PlayStation, und zwar in Form einer Compilation, die Memorial Series Sunsoft Volume 5 genannt wurde. Und da war auch noch Heberreke mit dabei. Man kontrolliert Jay McCray, der auf eine Mission geht, um eine Terroristengruppe zu besiegen, die sein Vater umgebracht hat. Es gibt 5 Level, die aus den Ruinen einer Weltraumkolonie bestehen, einer Untergrundwelt, dem Versteck der Feinde, einem fliegenden Weltraumschiff und einer Fabrik. Eskendorn, was heißt was? Du hast doch eben gemeint, frag mich nicht, was das heißt. Okay, das war zu dieser Musik, wo ich absolut nicht verstehe, wo der Unterschied zwischen einem digitalen Channel und einem Triangle Channel ist. Sorry, meine Zunge will nicht so ganz, wie ich will.
Es ist zu warm, sie schmilzt dahin. So warm ist es hier in Orphan nicht, aber... Ja. Nutzt die Ausrede, sagen die Leute das glauben. Okay. Oh, that guy. Oh. The mine is random when it opens, so... Guten Morgen, Nordex. Moin. Don't have much health. I don't know how this is gonna end. Okay. Ja, und aktuell kämpft man sich durch die Fabrik, würde ich sagen. Let's see. Oder sind das die Weltraumkolonie? Jetzt hat er eben wieder Schaden genommen. Also man sieht ja diese beiden Leisten. Einmal P für Player und einmal G für Guns. Und es gibt Spezialwaffen in diesem Spiel. Und RIP, da ist er gestorben. Bis später, Schnabel. Bis dann. 15 Minuten ist Estimate. Mit dem Tod noch schaffbar, ja, oder? Ja, ja. Also ich also kannst du davon ausgehen, ohne Estimate hätte er wahrscheinlich so 11-12 Minuten gebraucht. Also ohne den Tod hätte er 11-12 Minuten gebraucht. Jetzt eine halbe Minute oder so nochmal drauf. Ich schau mal nach dem Weltrekord. Alles klar. Und da haben wir einen Boss-Gegner. Man sieht auch wirklich sehr gut, dass er genau weiß, wann er getroffen werden kann und wann nicht. Was reicht aus, was reicht nicht. Was hast du eigentlich zu den Speedrun von Five vorhin? Sehr fadelastig und ich hatte den Eindruck, dass er nicht wirklich da geübt hat. Der Runner. Es wirkte ein bisschen geschwächelt. Oder ist es wirklich nur sehr, sehr viel schief gegangen am Anfang? Ja. Vani. Okay, ich vertraue dir einfach mal. Yes. Oh, nice. So, bitte sehr. Damage from the bullet. Saves a whole lot of damage because if that crusher hit him, it takes away like half your health. We have a question. Schmalkalden. Okay. Okay. We have $20 from Krosnik, who says. Mal in der Pause dran teilnehmen. Danke für den Link, Vani. Leute, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann klickt mal auf den Link von Vani. Damit könnt ihr eine Studentin unterstützen. Ich denke, das kommt der zugute. Ja. Und wir haben alle Zeit, was Gutes zu tun. Auf jeden Fall. Was Gutes tun wir auch mit dem Speedrun hier, denn wir machen damit was genau, Sif? Wir sammeln Spenden für Doctors Without Borders, Netizens von TIE, Ärzte ohne Grenzen, einer gemeinnützigen Organisation, gegründet von Ärzten und Reportern in den 80er Jahren, die halt unabhängig von Staat oder Regierung in Krisengebieten ärztliche Hilfe und Unterstützung anbieten, unentgeltlich, ohne irgendwas. Und das ist, denke ich, ein guter Spendenzweck. Wenn ihr spenden wollt, gebt einfach in den Chat Ausrufezeichen Spenden ein und ihr kommt zu dem Spenden-Link. Wenn die Spende außerdem auch noch deutschsprachig ist, wird sie auch noch hier im Chat vorgelesen. Ich schaue mal kurz nach, wenn wir eine deutschsprachige Spende haben. Nein. There's a small window to actually be able to hit him three times and there's three hits right there. Ich habe diesen Boss ein leichtes Alien-Déjà-vu. Also ein ganz leichtes Jahr. Hallo Shinobi. No. Oh well. That's bad. Das links auf der Couch, okay. Ist das Duckfist, wenn ich mich richtig erinnere? Ja, das ist Duckfist. Der hat bei einem letzten AGDQ, hat er glaube ich Final Fantasy 6 gespeedrunnt in 4 Stunden, ne? Da fragst du mich jetzt was. Ist mir so halb im Kopf geblieben, weil mir aufgefallen ist, weil er eine sehr angenehme Erzählerstimme hat. Ja, er wirkt auch sehr souverän. Sehr souverän. Ja. These weird goo dispensers can just keep dispensing the goo for as long as they want, and you can kind of get trapped on the left side of the screen if you get unlucky. Oh,
Oh, that was low. Also er runnt wirklich einiges, hauptsächlich NES-Spiele, aber auch ein bisschen Super Nintendo. Okay. Oh, in the... Right here. Ich find's auch schön, dass da nicht nur Europäer mit dabei sind, sondern auch Amerikaner, wie zum Beispiel Duckfist. Jetzt macht den Event noch ein bisschen international. Ich meine, die Reisekosten sind natürlich nicht ohne. Daher umso mehr Respekt für dafür, dass die jetzt dahin gereist sind. Ich finde es allgemein schön, dass sich da wirklich so eine riesen Community aufgebaut hat, die unter anderem wirklich gerne Speedrun und damit auch noch wirklich helfen kann. Weil es kommen ja wirklich immer sehr große Summen zustande. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch Exe oder so fragst, wie ESA war, die schwärmen wirklich davon, wie familiär die Atmosphäre vor Ort ist. Und das halt laut Feedback die Atmosphäre bei den GDQs, ja, dass sich da halt so Grüppchen bilden und nicht alle zusammenarbeiten oder zusammen sind. Also ich finde alle Events super. Ja, in dem Sinne können wir direkt mal Werbung machen. Am 26. Juli beginnt direkt schon das SGDQ, Summer Games Dunkquick. Das ist nochmal quasi genau dasselbe, nur dass es in Amerika stattfindet. Etwas größer, mit mehr Runs, glaube ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Da muss ich nachgucken. Obwohl, es ist, glaube ich, auch nur eine Woche. Es ist eine Woche und es ist nur ein Stream. Genau, also es ist kleiner sogar, wenn man so will. Aber es ist von der Promotion her größer. Es ist bekannter. Es ist von der Promotion her größer und spendenmäßig wird wahrscheinlich auch mehr Geld bei rumkommen. Ja, man hört öfters mal zum Beispiel Namen wie Notch, die da spenden. Also da kommen einige zusammen. Wirklich auch bekannte Leute, die mit Spieldesign, Programmierung, was nicht alles zu tun haben. Auch viele Twitcher, YouTuber, unter anderem alles Mögliche. Also, und es gibt auch viele gute Runner, die dann vor Ort sind. Zum Beispiel wird STDQ mit Trimax eröffnet. Ja, genau. Der mal wieder Yoshi's Island Speedrun. Ja. Boom, wir sind schon im Time. Ja. Hast du ja relativ gut geschätzt mit deinen 11:30 plus 30 Sekunden. Jo. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie viel Zeit Trip World in Anspruch nehmen wird. Weil bei mir im Schedule steht noch für Journey to Sidious 30 Minuten und Trip World so 15 Minuten brauchen. Mal sehen. Nordex hat gerade meinen Link gepostet. Alles zu SGDQ und den German Free Stream findet ihr hier. Einmal auf den Link klicken, da findet ihr alle Infos, alles, was ihr braucht. Und natürlich werden wir es auch restreamen. Ja, auf jeden Fall. Up next we have Trip World, any percent by geht ja nicht, so ein Spendenmarathon ohne uns. Das German muss dabei sein, sonst wäre es kein Marathon. Das ist wie Fußball ohne Rasen. Genau. So, head on over to twitch.tv. Und Rummel muss natürlich auch mit dabei sein. Das Hallo. Ist wie so ein Kommentatorenteam ohne Banane. Ja, wie jetzt zum Beispiel gerade bei Peck und Co. Hallo, J2 Kakafriedl. Kakafriedl ist ein sehr interessanter Name. Ich wüsste sonst nicht, wie man das aussprechen sollte. Ich würde es ähnlich aussprechen, beziehungsweise sogar exakt genauso, aber ich finde den Namen trotzdem interessant, hat mal was. Besser als Veni wie die Riki. Ja, Nortex meinte eben, das ist wie FIFA ohne Frauenmannschaften. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Neuerung, ich bin ein sehr großer Fußballfan, wirklich, habe auch selbst lange genug gespielt und auf die Neuerung freue ich mich wirklich enorm, weil ich finde wirklich, der Frauenfußball sollte viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Yeah, it's all, you know, it's all going to... Ah, J2K, aka Phil. Okay, merke ich mir für die Zukunft. Okay, ja, das kann ich mir auch direkt merken. Tut uns wirklich leid, wir wollten das jetzt nicht irgendwie doof aussprechen. Aber das kann man halt so über den Chat nicht direkt ganz sehen, immer gleich, was es heißen soll. Ja, auch keine Part wird auf der SGDQ sein. So,
Yeah. Oh Mann. Peck klingt gerade sehr munter. Setup should hopefully not be too long. Und die drei machen mir ein bisschen Appetit gerade. Peck, ask him how was his banana. Tampa, how was your banana? 7 out of 10. Okay. Moin, Mr. Flay. Who's that? Oh, okay. Someone got banned. Okay. Peck, I'm running on 4 hours sleep. Champion. Ja, Caleb hat es ja nicht nur für seine Mega Man Speedruns bekannt, sondern auch für seinen Körperbau. Oh, sieht lecker aus. Oh. Ich war mir so klar, dass Lutz jetzt damit ärgert. Aber ich habe gerade schön gefrühstückt. Ich habe auch gefrühstückt, aber ich kriege später auch mal für Mittagessen. Ich habe mir heute sogar mal meinen Lieblingskäse gegönnt. Oh Mann. Ja, wir sind aktuell hinter Schedule. Pitbull J, bist du sicher, dass 2,5 Stunden Schlaf dir gut tun? Ansonsten willkommen zurück und Face Infinity. Chirno muss jetzt die Waffen stricken. Da habe ich jetzt keinen blassen Dunst. Ja, I don't know. She just, yeah. Have you tried cinnamon bun? Ich habe irgendwo noch eine Übersicht. It's pretty good. Or was it Singapore? I don't know. Nein, kein Schirno. Why are you wearing first a green shirt, then a Street Fighter shirt, then black? Aber wir haben auch Casino Gen mit auf der SDQ. Einer der größten und bekanntesten Resident Evil Speedrunner.